Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute einmal wieder bei den Angelteichen Beverstedt und ich gehe heute ja einmal an den Teich 4. Ja, war lange nicht mehr hier, über ein Jahr, und das letzte Mal ja bei der Eröffnung, und da lief das ja wirklich Sahne. Und ja, das ist jetzt die letzten Tage wieder so ein bisschen, ja, temperaturmäßig ist es relativ warm, aber der Wind ist kalt, also wirklich eisiger Ostwind. Und ja, wir wollen heute mal so ein bisschen hier probieren. Ich hatte gehört, die Fänge waren die letzten Tage wohl relativ gut. Und die Goldforellen sollen wohl sehr, sehr gut beißen. Also das ist wirklich, die kommen rein und beißen relativ schnell. Mal schauen. Heute auf jeden Fall werde ich probieren, eine mit Stand, Libralure oder Powerbait. Und aktiv fischen Gummiköder, Spoons habe ich mir heute auch ein paar mehr mitgenommen. Und halt aber auch nochmal Powerbait. Ich weiß nämlich, eine Farbe Powerbait funktioniert hier ganz gut. Mal schauen, was die Fische heute wollen. Wie immer, wenn ihr weitere Fragen habt, lasst mir das doch gerne als Kommentar da. Und lasst mir ein kostenloses Abo da, kommentieren, liken. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. So Leute, ja, Grundruder habe ich aufgebaut. Libralure, diesen Goliath. Ja, Teich 4, wie ich ja schon eingangs sagte, haben wir jetzt hingebaut. Ich habe jetzt hier das 2,5 Meter Vorfach, so Meter, Meter 20 vom Grund auftreiben. Ich werde jetzt, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen suchen. Heute ist relativ, also wir sind heute auch am Samstag ja hier. Und ja, Teich 3 wollten wir erst hin, aber ja, da waren sehr viele Leute, und von daher Teich 4, Grundroute, Libralure. Ich werde mal so ein bisschen durchprobieren, ob nachher Powerbait oder so. Einfach mal schauen. So, und Spoon, ja, ne, die Gummiroute, aber Spoon. Ich habe mir jetzt die Tage mal neu bestellt. Hier Forest Pal LT02 heißt der, glaube ich, diese Karotten, nicht Karotte, oder ich weiß es nicht. Irgendwie ja, habe ich letztes Mal. Oder wirst du gesagt, ich habe den schon länger ein bisschen im Blick gehabt. Ich wollte ihn eigentlich als 1,6er, aber ja, lass erstmal den Spoon so ein bisschen wirklich bis auf Grund absinken, weil man sieht, wir haben jetzt gerade aufgebaut, keine Fischbewegung oben. Ich vermute mal, die Fische sind unten. Wir hatten uns einmal für Teich 4 entschieden, weil ich war ja beim letzten Mal an Teich 3 und ich wollte heute wieder einmal einen anderen Teich wählen. Und der Teich 2 und der Teich 3, da waren nämlich wieder die besten Plätze, ja, besetzt. Und da hatten wir gedacht, es ist keiner an Teich 4 gegangen, es war nicht in der Woche, wir waren sogar auf den Samstag da. Und da haben wir gedacht, komm, setzen uns alleine mal an den Teich 4. Als erstes habe ich mit Spoons angefangen. Es lief die letzte Zeit ja ganz gut mit den Spoons, deswegen heute einmal der Start mit Spoon. Oh. Oh, die wollte, also der Spoon ist schon mal richtig. Die wollte den. Also zwei, dreimal so kurz. Ah, da ist sie. So Leute, bis auf den Hund. Warte. Ja, so war die erste. Ja, die fühlt sich gut an. Oh, gleich eine goldene. Guck mal, gleich eine goldene. Doch, hier. Doch. Keine 5 Minuten gedauert. Hat hier so ein Gas. Gut drauf, die Bedeutung. Das ist momentan eine Beverstedt. Goldene werden besetzt und sie beißen. Ja. Oh, die erste ist gemacht. Ja, da hat es doch glatt mit der ersten Goldene geklappt. Also ich hatte schon im Vorfeld gefragt und es hieß, Goldene werden besetzt, und wirklich 9 von 10 Goldenen kommen momentan raus. Und wirklich, das dauert nach dem Besatz nicht lange, bringen die anderen Fische natürlich so ein bisschen in Gang. Aber hier einer von diesen klasse Goldforellen, und habe jetzt mal heute einen neueren Libralure probiert. Ich hatte den bisher schon in der Kiste, aber noch nicht wirklich viel damit gefischt. Und da wollte ich heute mal ausprobieren, weil es ist gerade hier hinten noch so ein bisschen kühler, einfach weil der Wind kalt ist. Wir haben so 19 Grad und ja, da sieht man kaum Fisch. Und da habe ich gedacht, probierst du noch weiterhin aus. Wasser ist noch relativ kühl. Aber ich wurde gerade mit so einem tollen Fisch belohnt. Ja, Erfolgsköder, dieser Libralure Goliath, Käse, und was ich ja schon gezeigt hatte, 1,20 Meter auftreibend. Und ich habe das Ganze einfach so ein bisschen, ja, drüben auf der anderen Seite
Das heißt, also vor der Insel da. Ich kann 1, 2, 3, 4. Also 5, 6 Sekunden. Ich glaube 6, 7 Sekunden ist sie abgesunken. Hat das da so hin positioniert. Und hier mit der Klingel. Und da hatte ich die Falle mit den Libralos richtig gestellt. Und die Goldenforellen, die sind wirklich klasse. Also die beißen wirklich sehr schnell nach dem Besatz. Und wenn man natürlich dann auch weitere grellere Farben nimmt, reagieren sie auch sehr schnell. So Leute, Biss. Ja, wieder. Ja. Hängt. Ja, nee, alles. Bleib mal rechts von mir, bitte. Nach rechts hingehen. Wegen der Standkamera links. Das ist alles gut. Ja. Fischer mache ich gleich sonst. Ganz gleich. Ja. Aber wieder, guck mal, wieder die goldene. Unglaublich, wie garstig die sind. Ach da, voll Party hier. Komm rein, jo. So Leute, ja, es hat heute Goldparty. Also was ich sagte, die Goldenen, die beißen wirklich gut. Und ja, ich habe so ein bisschen den Köder drin liegen gehabt und dann habe ich gedacht, so, 10, 15 Minuten, es kam nichts. Da ist doch irgendwas verkehrt. Da habe ich mir gedacht, komm, machst mal einen Köderwechsel. Ja, Köderwechsel gemacht, jetzt lag sie aber auch 10, 15 Minuten. Und dann stand ich wieder so ein bisschen an der Seite, habe versucht mit Spoon und dann ping. Und die nächste Goldforelle, also wirklich die Goldies, die sind wirklich super drauf, beißen. Und die legen sich auch sehr schön rein, also und super für den Räucherofen. So, wieder war es Libralur, diesmal aber Fatty D-Worm und wieder 1,20 Meter. Ich habe mir nämlich gedacht, einfach weil die Goldies relativ gut beißen, dass einfach ich jetzt einen grelleren Köder nehme und habe auch wieder einfach so ein bisschen mittig das hingeworfen. Das da so eher an die eigene, drüben auf die andere Seite, auf die Kante. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, ja 5, 6 Sekunden, da lassen wir es mal liegen. So, werde jetzt mal auf Gummi wechseln. Haben die ganze Zeit probiert mit Spoon, aber ich hatte da, ich glaube, nur so einen ganz kurzen Anfasser. Ja, also das Einzige, was ja jetzt so ein bisschen ging, war Stand. Von daher mit Gummi so ein bisschen absinken lassen. Und da ich mit dem Spoon nicht einen Anfasser, nicht einen Anstups bekomme, habe ich gedacht, jetzt wechselst du mal erstmal auf die Gummiroute. Probierst du damit so ein bisschen auch mal links die Kante abzuwischen? Nee, will sie nicht. Nee, die Farbe glaube ich auch nicht ganz richtig. Muss gleich mal einen anderen Farbe wählen. Oh, ja, siehst du, sie hat ihn gemerkt. Oh. Ja, aber die ist noch da, die hat. Oh! War eine andere. War eine andere. Ja. Und auch auf die Gummiköder oder auch mal einem eben Paste geschleppt, habe ich gleich ein paar Bisse bekommen, aber auch viele Fehlbisse. So Leute, hat ein Biss. Ja. Oh, hat sich hier vertüdelt. Weg. Schade, weg. Ich habe viele, viele Würfe gemacht. Ich habe auch viele verschiedene Farben durchprobiert. Es hat sich heute wirklich keine Erfolgsfarbe rauskristallisiert. Aber ich habe gedacht, einfach immer weiter probieren. Irgendwann kriege ich schon mal einen Biss. So Leute, habt es. Weg. Nee, der andere ist noch dran. Oh, Lachs. Forelle. Oh Leute, ja, Gummi. Einfach mal reinlaufen lassen. Ich glaube, der Fisch ist hier. Oh, schöne Lachsforelle. Ja, wo will die hin, Freundchen? Raus da. Nee. Ja, man merkt, die will ins Hindernis rein. Oh, jetzt raus da.
draußen gehen. Nein. So, Leute, also was haben wir jetzt gerade hier rumgekämpft? So boah, 1,5 Stunden, 2 Stunden, nur so ein paar kurze Anfasser, immer wieder Bisse. Und jetzt bin ich mal so mit dem Gummiköder rumgelaufen, habe Weiß-Pink probiert, da hatte ich vorhin ja einen Biss drauf. Und dann habe ich jetzt gedacht, Weiß-Chartreuse und ja, da kam der schöne Einschlag. Also da konnte ich nicht viel machen. 2-3 Mal habe ich sie raufzupfen lassen und beim 3. Mal, also hat man aber gesehen, sie hat einfach nur festgehalten, aber geiler Drill hat sie abgeliefert, also rausgekommen. Und ja, man merkt wirklich, die Fische, die wollen vorne immer ins Hindernis rein, in eine Seerosen und was. Und ja, aber probieren. Und momentan ist sowohl jetzt gerade die Zeit so eher so ab Mittag. Und wir haben jetzt, glaube ich, so 11:45. Ja, aber jetzt hat es mal auch mit der schönen Lachsforelle geklappt und auf Gummiköder auch noch. Also Spoon kam leider kein Anfasser. Volksköder war mein weißer Tröser. Ich habe jetzt hier einen 4er Haken, 3,3 mm Tungstenkopf drauf und wirklich bis zum Grund fast absinken lassen. Und ja, bei dem Biss, da brauche ich eigentlich fast nichts machen. Da hat der Fisch sich selber gehakt. Und wieder war das Ergebnis viel durchprobiert, viele verschiedene Farben, auch immer wieder die Tiefen verändert. Und irgendwann kam der Biss und wirklich ein super klasse Fisch. Also der hat sich echt geil reingelegt. Ich habe immer wieder auch nochmal den Umstieg auf Powerbait, also mit Pose schleppen und Powerbait Form, versucht in irgendwelchen, also verschiedenen Tiefen auch mal Bisse zu bekommen. Aber hier waren die Bisse sogar auch sehr rar. Biss. Guck mal, so nah am Rand hier. Ja, oder sie hat losgelassen. Nee, sie ist noch da, ist noch da. Ist noch da. Spielt mit der Paste rum. So, Leute, hab Fisch. Boah, umgestellt. Guck mal, auf Schwarz, Schwarz, Sunshine, Yellow umgestellt. Bumm, Fisch. Oh, Leute, endlich. Oh, Schwarz. Volksköder war Sunshine, Yellow und Schwarz. Beides Knoblauch. Und ja, wie tief gestellt hier. 1,50 m bis fast an 2 m. Und ich hatte ja vorhin hier vorne direkt vor der Nase einen Biss gehabt mit schwarz-braun Sunshine Yellow. Aber da hat der Fisch nicht richtig zugepackt. Und da habe ich mir gedacht, probierst du, weil gerade ein Angler dazu noch dazugekommen ist hier bei uns am Teich. Und dann hat er gesagt, mit schwarz hat er die letzten Male gehabt. Ich denke, ah, stimmt. Heute war wirklich die Devise viel durchprobieren, viele verschiedene Montagen. Und dann hat auch man mal seine Bisse bekommen, aber man musste diese Chancen dann auch verwerten. Und wenn man dies natürlich gemacht hat, hat man auch einige Fische mit nach Hause genommen. Und wie immer, wenn ihr wissen wollt, welches Material ich gefischt habe, das findet ihr in der Videobeschreibung. Und meine Gummiköder, Haken, also die Spoonhaken, Snaps und weitere Sachen findet ihr bei Kleinanzeigen Bock auf Forelle. So, Leute, habe Feierabend. Ja, war ein schwieriger Tag, Christoph, der heute. Verdammt schwierig, ja. Ja, da, ja, 4 Fische habe ich gekriegt. Also 2 am Anfang Goldforellen mit Libralur auftreiben. Dann 1 Fisch nachher, wirklich nach 1,5 Stunden danach, Gummiköder. Und also war wirklich heute an, außer Teich 2 und Teich 1, da hatten 1-2 Leute wirklich 2-stellig schon gefangen. Aber dennoch, man konnte seine Fische fangen, aber musste wirklich erarbeiten. Und momentan so Farben mit Gelb oder Chartreuse funktioniert ganz gut. Oder rein grün auch. Ja, das sind so eine Sachen. Man muss einfach wirklich viel durchprobieren. Ich habe heute auch sehr viel durchprobiert. Bin dann so ein bisschen an Fisch gekommen, aber auch viele Bisse gehabt, wo sie dann einfach losgelassen haben. So ist es mal. Wie immer, wenn ihr weitere Fragen habt, lasst mir doch gerne das als Kommentar da. Und lasst mir ein kostenloses Abo da. Kommentieren und Like. Und ihr seht mich bei den nächsten Videos. Ciao.